Guten Tag, mein Name ist Timo Schöniger, Saxophon Atelier Göttingen. Ja, heute habe ich was ganz, ganz Interessantes reinbekommen, und zwar eine Selma Rezital Klarinette Böhm-System natürlich. Und deswegen ein kleiner Film, weil ich sowas einfach nicht besonders oft hier reinbekomme. Selma Rezital ist, denke ich mal, eine der Top-Serien von Selma, oder? Das ist aber nicht der Knackpunkt bei der Klarinette, sondern natürlich hat der gute Besitzer Michael, der mich übrigens auch berät und mir zur Seite steht in allen möglichen anderen Sachen, ein Schnäppchen geschossen, nämlich hat diese Klarinette gekauft, ohne Mechanik. Und ich habe es gerade gesagt, ich hätte sie noch nicht mal geschenkt haben wollen. Hat uns alle Lügen gestraft, die wir nämlich alle, die sich ein bisschen damit auskennen, gesagt haben, es ist unmöglich für diese Klarinette eine Mechanik zu bekommen. Aber, wie gesagt, Lügen gestraft, denn Mechanik zu bekommen war an sich nicht ein großes Problem, ein bisschen Internetrecherche. Und ich hätte gedacht, dass es dann natürlich eine die ist, die irgendwo abgebaut ist. Nein, es ist natürlich eine neue Mechanik für diese Selma Paris Rezital Klarinette, die anscheinend noch nicht irgendwo verbaut gewesen war, oder? Nee. Ja, so weit, so gut. Ich habe ehrlich gesagt so eine Mechanik noch nicht angepasst. Michael, wie ist es gelaufen? Gut. Ja? Ja, man müsste nur die Röhrchen alle anpacken, kürzen, vorausgesetzt eine Werkstatt natürlich. So, das heißt, die waren ein bisschen zu lang gelassen, ja. Röhrchen gekürzt. Und wie ging das mit den Spitzschrauben? Hatte übrigens gerade ein anderer Kunde noch gefragt, ob du alle Spitzschrauben selbst gebaut hättest. Ja. Wie lange hat es gedauert? Ich habe Schrauben gehabt mit kleinem Kopf. Ich musste nur die Spitze vorne. Aha. Ja. Und ich habe nicht die Zeit genommen. Aber. Also wie viele Spitzschrauben brauchst du ungefähr für die Klarinette? 10, 15, ich weiß es nicht. Können wir erzählen, ich weiß es nicht. Und wie lange hast du gebraucht, um die Spitze ranzudrehen? Ach so. Na gut, also ich merke schon, du verrätst es uns nicht, ob eigentlich. Ja, du, ich habe keine Zeit genommen, ich weiß es nicht. Ne, dauert alles ein bisschen länger, als ich denke. Alles klar, also Michael ist in Rente, insofern spielt es keine Rolle. Ja, dann hast du natürlich wahrscheinlich das ganze Wochenende Achsen gebaut, oder waren die waren nicht dabei? Die habe ich auch gemacht, genau. Ja, also nochmal hier ein Schwenk. Die Klarinette war praktisch komplett nackt, als sie kam. Denke ich mal, die Böcke. Die Böcke waren alle drauf. Die Böcke waren da, ist klar. Also wenn die Böcke nicht wären, würde ich wieder sagen, ich würde es nicht machen, wobei Michael wahrscheinlich auch eine Quelle finden würde. Also die Achsen hast du gebaut? Ja. Ja. Und hat es Spaß gemacht? Normale Dreharbeit. Aber ich, also Michael ist natürlich auch im Vergleich zu mir gelernter Feinmechaniker. Und also wie lange du gebraucht hast, verrätst du wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich nehme doch keine Zeit, weil es dauert alles länger als du denkst. Ja, aber mittlerweile, ich meine, ich habe es ja auch ein bisschen von dir gelernt, so eine Achse bauen passt schon, oder? Also was ich, wenn man sich 10 Minuten... Ja. 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 Wobei wir, glaube ich, zwischendurch habe ich irgendwo gesehen, auch noch Achsen haben, zum Beispiel diese dort, Augenblick, wo wir sogar an der Achse noch eine Spitze dran haben. Ja, ja. Richtig. Das heißt natürlich alles ganz toll. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Ganz toll und akkurat natürlich gemacht. Gehen wir einfach noch einmal drüber. Ja. Also wenn ich das sehe, würde ich natürlich vor der Arbeit zurückschrecken. Ach so, einen Knackpunkt haben wir natürlich noch nicht erwähnt. Und zwar, wir werden jetzt natürlich gleich hier bei den Klappen die Polster einpassen. Deswegen ist Michael ja heute auch da. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass keine Achsen und keine Schrauben dabei waren, sondern wer jetzt gut aufgepasst hat, der... hat es gemerkt, nämlich auch keine Federn. Und das wird ein Spaß werden. Vor allen Dingen hat Michael sich in Kanada auch einen Federsatz bestellt, der natürlich genau für die Selma Rezitalklarinette passt. Jede einzelne das hast Feder. Du jetzt hast du eigentlich also Flachfedern auch bestellt? Die waren merkwürdigerweise dabei. Aha. Die saßen, ja. Ja. Also wenn die dabei waren, ist auch klar, dass die passen. Ja. Das muss ja sein. Ja. Naja, also ich schrecke zurück, aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Ich hätte es nie und nimmer gemacht. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie, also diese Selma-Klarinette überhaupt für die Wand gekauft hätte.
Wobei, ich hätte sie schon fast gekauft wegen dem schicken Koffer, oder? Der war nicht dabei. Ach so, dann haben wir ja. Also schön in grün. Ich nehme mal an, das ist irgendwas vielleicht aus Deutschland aus den 50er Jahren. Du, ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, da war eine SML-Klarinette drin. Ja, okay. Also Michael macht Geschäfte, da komme ich einfach nicht ran. Ich habe auch nicht die Zeit dazu. Gut, aber wie gesagt, wir werden hier Lügen gestraft, weil alle, also die Achsen sind alle gebaut und die Mechanik ist, denke ich mal, eingepasst. Natürlich wird das Ganze, wenn es nachher mal fertig ist, auch dem absolut kritischen Urteil eines bekannten Göttinger Saxophon-Klarinettenreparateurs unterzogen. Ja, das machen wir jetzt. Das heißt, Michael wollte eigentlich, glaube ich, die Polster ausmessen und bestellen. Und dann habe ich mir es nicht nehmen lassen zu sagen, wir passen die jetzt hier ein. Alle Größen sind da. Das ist mir lieber, als wenn, es passt immer doch besser, wenn man die Polster direkt einfach probiert, als dass man misst. Also dann hat es ist doch einfach die schlauere Vorgehensweise. Vielleicht nochmal einen Schwenk über die Klappen. Dann passen wir gleich die Polster ein, damit das Ganze perfekt gepolstert. Das heißt, ein Tropfen Patex rein und das Polster angedrückt, oder? Darf ich ja nicht. Ja, das war eigentlich, machst du es jetzt oder machst du es nicht? Nee, ich wollte den mit Heißkleber diesmal machen. Naja gut, also noch mehr, lieber wäre mir weißer Siegellack, aber ich gebe mich schon mal zufrieden mit Heißkleber. Alles klar. Also nochmal wirklich Hut ab, tolles Projekt. Und ich werde an dieser Stelle dann hoffentlich auch nochmal die Klarinette nochmal filmen und wir werden sie nochmal hören, wenn sie fertig ist. Bis dahin.